Hey, der rennt ja, als wären es auf einmal 60 FPS. Ich kann's nicht fassen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2, Folge 2. Gerade hier gelandet bei diesem Lagerfeuer. Ich habe im Internet herausgefunden, dass man leider den Online-Modus nicht so einfach auskriegt, deswegen ist er jetzt weiterhin an. Ich werde aber trotzdem keine Sachen lesen, die auf dem Boden stehen, weil ich mich nicht spoilern will. So, und jetzt gucke ich mich hier erstmal um. Und hau alles kaputt, was ich sehe. Öffnen. Verschlossen. Toll. Das ist schon mal sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ein Zelt. Da wohnt leider niemand. Da ist noch wieder ein Gang und da hinten geht's hoch. Ich gucke erstmal, was hier so in den Hütten los ist. Ein Lebensstein. Das ist gut. Dann sind es schon mal 12. Da werde ich nicht reinhüpfen, hoffe ich jedenfalls. Hier sind die Ratten. Was sind das? Das sind ja keine Ratten, das sind Meerschweinchen. Das macht ja überhaupt keinen Schaden. Diese Meerschweinchen sind offensichtlich aus Stein. Was ist denn das für ein Quatsch? Komische Dinger. Das nehme ich mit. Ach was. Estus Flakon Scherbe. Wie kann ich die in einen Estus Flakon verwandeln? Das weiß ich leider nicht so genau. Aber ich finde es bestimmt irgendwann raus. Ich werde jetzt diese Meerschweinchen einfach mal Meerschweinchen sein lassen. Hier ist alles zu. Aber naja, gut. Immerhin die Scherbe. Das ist doch was wert. Hier kann man rein. Verfolgen die mich ins Haus? Hallo. Hallo there. Na, wie geht's? Welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry, I. Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. Sind das Schweine? Ah, ich setze mal eben das Dingsbums zurück. Die Umgebung. Und gehe dann nochmal dahin. Mal gucken, was sie zu verkaufen hat. Aber warum sind denn da Steine aus Schwein? Schweine aus Stein. Oder was auch immer es ist. Gut, also nochmal. Oh, hello again. I came from the west, from Volgen. Have you been there? Nee. It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, das kann ich mir nicht leisten, das kann ich mir auch alles nicht leisten. Ja, ciao. So, da ist eine Leiter. Da kann man nicht durchrollen. Gucken, was hier oben ist. Eine Kiste. Das ist auch keine Mimik. Ein Glück. Vor den Dingern habe ich immer Angst. So, was gibt's hier? Titanitscherbe. Das ist nicht schlecht. Für den Anfang. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt irgendwie dieses Estus-Dingsbums da verwenden kann. Deswegen gehe ich nochmal zum Leuchtfeuer. Und da hinten zu diesem Turm kann ich auch nochmal gehen. Da war ich ja auch noch nicht. Und zu dieser Hütte. Okay, was haben wir denn hier? Da sitzt einer. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door.
Ja, wie? Da rennt einfach einer rum und schließt random irgendwelche Türen ab, oder was? Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Vielleicht liegt hier ja der Schlüssel. Nö. Okay. Ich gucke jetzt eben einmal beim Leuchtfeuer, ob ich den Estus-Stein, die Estus-Scherbe benutzen kann. Ich kann mich menschlich machen, aber ich glaube, das will ich gerade nicht. Dann werde ich direkt invaded und bin tot. So, dann gehe ich erstmal hier hin. Mein Gott, die Musik ist aber doch ganz schön laut. Auf jeden Fall hier so in meinem... in meinen Einstellungen. Ich mache die, glaube ich, kurz eben wieder auf normale Lautstärke. Zumindest. So. Und jetzt ist sie natürlich ausgegangen. Also halbwegs jedenfalls. Was geht denn hier ab? Da sitzt auch noch einer. You're undead, aren't you? Das ist korrekt. You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Aha. Okay, das sind aber viele. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? Nein. To be alive, to walk this earth, that's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Na gut. Okay. Kann ich irgendwie leveln eigentlich? Ich habe beim Leuchtfeuer keine Option gesehen. Bei Dark Souls 3 gab es ja diese Feuerhüterin im Schrein. Aber hier sehe ich sowas nicht. Und auch sonst sehe ich hier relativ wenig, außer diesen komischen Steinschweinen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal irgendwo hin. Wo ich noch nicht war, zum Beispiel da hinten rechts. Und guck mal, was da so abgeht. Vorrichtung bewegt sich nicht. Aha. Da liegt eine Seele. Und hier kann man rein. Okay. Dann gehe ich diese lange Treppe hinab. Ups. Und was geht hier ab? Überhaupt gar nichts. Fantastisch. Dann wieder raus.
Jetzt leckt's aber hier gerade ein bisschen. Das liegt an meinem Notebook. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich hoffe, das passiert nicht zu oft. So, dann kann ich noch hier lang. Und was geht hier? Hier gibt es immerhin noch ein Item. Ein Heimatknochen. Fantastisch. Hier kann ich knien. Eid leisten. Ehrstein geben, verlassen. Ich will hier keinen Eid leisten. Ich leiste keine Eide. Ich spiele nicht online. Auch nicht, wenn mich das Spiel zwingt. Mich nervt es, dass es laggt. Ich will, dass es aufhört. Vielleicht liegt das doch an der 60 FPS-Aufnahme. Oder mein Notebook hat gerade einfach irgendwelche Probleme. Okay, das regt mich jetzt gerade richtig auf. Kann ich denn da irgendwie rein? Da liegt auf jeden Fall so eine Seele rum. Aber wie soll ich denn da wieder rauskommen? Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Oder kann man da weiter runter? Nein. Natürlich nicht. Aber ein schöner Todesschrei. Wenigstens liegen meine Seelen jetzt oben. Okay, also das mit dem Laggen, das regt mich gerade wirklich auf. Jetzt stelle ich das doch wieder auf 30 FPS bei der nächsten Aufnahme. Oder mein Notebook kriegt sich mal ein bisschen ein. Und konzentriert sich auf das Aufzeichnen, statt auf irgendeinen anderen Quatsch, den das im Hintergrund noch macht, wie zum Beispiel irgendwelche sinnlosen Windows 10 Updates runterzuladen, die sowieso nichts bringen und nur alles langsamer machen. Ist hier noch irgendwas? Nee, da sind nur die Schweinchen. Okay, dann war ich ja noch da oben, da war so eine Höhle, dann muss ich da ja vielleicht rein. Dann gehe ich da nochmal hin. Weil ich wüsste gerade nicht, wo ich sonst hin soll, sonst habe ich hier nichts gesehen. Okay, da unten stand gerade, dass dass der Codierer überlastet ist. Das heißt, 60 Frames die Sekunde funktionieren nicht. Ich schneide das dann zusammen, mache hier mal kurz einen Cut. Dann müsst ihr euch leider mit 30 Frames die Sekunde zufrieden geben. Aber dann läuft es wenigstens flüssig, hoffentlich. So riesig ist der Unterschied gefühlt jetzt gerade auf jeden Fall auch nicht. So, hier kann ich noch lang. Okay. Oder ich muss die Videoqualität runterstellen und dann nochmal versuchen, mit 60 Frames aufzunehmen. Have you business with me? The way you're under is all blocked up, you see. By this. God awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to put it there? Oof, I'm in quite the pickle now. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real-life person was turned to stone, do you? Der hat aber einen sehr merkwürdigen Dialekt. Gut, dann mal rein hier. Oh, hallo. Der sieht aus, als wäre seine Waffe vergiftet, aber er hängt da jetzt irgendwie fest. Jetzt nicht mehr. Das war grandios. Okay, das ist definitiv zu früh hier mit dem Dingsen.
Uiuiui, ich mache ja gar keinen Schaden. Wieso mache ich denn so wenig Schaden? Vielleicht droppt er ja sein Giftschwert, aber ich vermute mal nicht. Kann mir mein Freund hier nicht eben helfen, der da sitzt? Ich meine, was macht er denn? Der chillt da doch nur. Bin ich jetzt vergiftet? Ich check's irgendwie nicht so ganz mit dem Gift. Meine Fresse, der hat immer noch mehr als die Hälfte. Das ist ja schrecklich. Komm her, du Eumel. Was hat er überhaupt da am Bauch hängen? Was ist das, sein Bauch? Was ist denn los mit dem? Igittigit. Was macht er jetzt denn? Oh Gott, nicht aus Versehen den NPC angreifen. Das wäre fatal. Okay, er geht immer vor und dann wieder zurück. Das ist sehr verwirrend, seine Taktik. So, jetzt habe ich ihn erbaut, oder? Ja. Ist da nicht gerade irgendwas gedroppt? Ach, das waren wahrscheinlich die Seelen, die aus ihm rausgeflutscht sind. Na gut. Lloyds Talisman, war das das? Was macht der nochmal? Achso, das ist auch so ein Online-Dingsbums, stimmt. Ah, okay. Die kriege ich nicht auf und die versteinerte Frau lässt mich nicht am Hebel ziehen. Aber hier kann ich rein. Ach, da ist noch so einer drin. Und der hat aber eine andere Waffe. Okay. Was? Das klingt nicht sehr gut. Jetzt habe ich nicht gesehen, was es war. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn jetzt hier für eine Party? Wollen die mich veräppeln? Nur weil ich die Fässer in die Luft gejagt habe, oder was? Ja, komm doch. Du Arschgeige. Mist. Einer ekliger als der andere. Meine Güte. Oh, jetzt kommen sie alle. Oh, oh, oh. Aber die haben zum Glück irgendwie so eine Grenze, über die die nicht drüber gehen. Und dann machen sie einen Backstep. Ach, einen Backstep. Einen rückwärts. Wie heißt das? Egal. Dann laufen sie rückwärts. Das kann man natürlich ausnutzen, um die zu besiegen. Oder man macht einen Fehler und schafft es dann doch nicht. Mein Gott, ey, die haben aber auch Energie. Ich roll doch, du Eumel. Ja,
den habe ich jetzt aber. Nächster bitte. Ja, komm doch her jetzt. Oh Gott. Dann bleibe ich auch noch an der Tür hängen. Ach herrje, was? Ist jetzt mein Schwert durchgebrochen? Oder was stand da gerade? Von 40, das hört sich nicht so gut an. Aber ich habe hier auch noch den Dolch. Und hier habe ich auch noch einen Speer. So, nehme ich mal den Speer. Kann nicht effektiv genutzt werden, natürlich nicht. Wo stehen denn die Anforderungen? Ach, da unten. Dann nehme ich jetzt halt den Dolch. Na gut. Leveln kann ich ja bisher noch nicht. Na, der macht ja auch grandios viel Schaden. Wie hat er mich denn da gerade noch getroffen? Jetzt kommt hier sein Freund zur Unterstützung angelaufen. Das finde ich aber auch nicht so toll. Mein Gott, was für ein epischer Kampf gegen diese Bande von Stinkeäumeln. Habe ich den Typen da links tot gehauen? Der sieht auf einmal so tot aus. Oder ist er von alleine gestorben? Das ist bestimmt nicht gut, wenn der tot ist. Vielleicht schläft er ja auch nur. Aber wahrscheinlich habe ich ihn aus Versehen getötet. Mein Gott, jetzt fall endlich um, du blödes Viech. Okay, so, und jetzt noch der letzte. Wo ist der denn jetzt noch wieder hin? Wo kam der überhaupt her? Meine Güte, das war aber sehr anstrengend. Kann ich da auch irgendwie hoch? Ist hier irgendwo eine Leiter? Nein. Habe ich hier drin irgendwas übersehen? Sieht nicht danach aus. Und hier? Auch nicht. Vielleicht sollte ich doch mal das lesen, was da unten steht. Das mache ich aber erst, wenn ich gar nicht weiß, wie es hier weitergeht. Das kriege ich auch nicht auf. Und da kann ich auch nicht gegenhauen. Das bringt nichts. Okay, dann gucke ich mal, was hier steht. Feind voraus. Achso, das sind auch nur so blöde Tipps. Ja, das ist genau dasselbe. Vielen Dank. Ne, ich glaube nicht, dass ich hier schon irgendwas machen kann, ehrlich gesagt. Ich gucke jetzt nochmal eben einmal, ob ich den hier wirklich platt gehauen habe. Nee, puh. Okay, Glück gehabt. Der sah wirklich aus, als wäre er tot. Naja, gut. War er nicht, umso besser. Dann gucke ich jetzt mal, wo ich noch hin kann. Weil so langsam gehen mir die Optionen aus, habe ich so das Gefühl. Ja gut, ich kann nochmal dahin zurücklaufen, wo ich herkam, aber das wird's doch auch nicht sein, oder doch? Na,
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht doch, und dann ist es... Ach, egal, ich weiß es nicht. Ja, grandios. Das ist natürlich das Ding, wenn man blind spielt, dann stehe ich schon sofort am Anfang auf dem Schlauch und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Da sind schon wieder die Meerschweinchen, die ihren großen Rachefeldzug planen. Aber hier konnte ich doch auch nichts machen. Okay, dann lese ich vielleicht mal hier, was hier steht. Gelobt sei die Sonne. Okay. Lügner voraus. Aber ich komme hier ja noch gar nicht weiter. Und im Keller kann ich auch nichts machen. Okay, Muss ich diesen Eid leisten? Aber das wird doch irgendwie so ein Online-Eid sein, oder nicht? Denke ich jetzt mal. Ist hier jetzt irgendwas los? Nein. Okay, dann rede ich jetzt nochmal mit dem Typen hier. Vielleicht sagt er mir ja, wo sein Schlüssel ist. I'm nothing without my tools. Okay. Bring me that key. Chop, chop. Ja, wo ist er denn? Sag mir das doch mal. I'm a blacksmith. Bring me that key. I'm a blacksmith. Dieser Dolch nervt mich auch. Ich dachte gerade, jetzt steht da jemand, aber es ist auch wieder nur so ein blöder Schatten. Mensch. Steht hier? Verstehe nicht. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Do you ever cry out for help? Ja, sag mir, wo ich hin muss. The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Der gibt mir jetzt auch wieder ein Eid. Ich nehme den jetzt mal an, was soll's. Keine Ahnung, was das bringt. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Ja. Gut, haben wir das auch, was auch immer das bringt. Aber das bringt mich auf jeden Fall nicht weiter. Und in den Brunnen springen konnte ich auch nicht. Dann habe ich jetzt ja im Grunde alle Optionen durch. Bis auf die Option zurückzugehen. Weil hier war auch zu, oder nicht? Hier war offen. Aha. Das habe ich übersehen. Hier ist eine Miezekatze drin. Undead.
dead, are we? Okay. And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ich hätte gerne einen Schlüssel oder einen Weg. Ooh, you smell wonderful. Danke. Die verkauft Ringe und Heimkehrknochen und Prismasteine und Köderschädel. This place is already dead. Everything will crumble and waste away, so that something new may be born. Isn't it wonderful? Nothing suited you, I presume. Dann mache ich halt deine Einrichtung kaputt. Und hoffe, hier liegt was. Aber hier liegt natürlich nichts. Verdammt nochmal, wo muss ich denn hin? Ja, das ist wahrscheinlich wieder sowas mega offensichtliches, aber ich habe wieder irgendwas übersehen. Oder gibt's hier noch einen Weg? Und ich konnte hier noch nicht gucken, weil die Meerschweinchen hier waren. Nein. Verschlossen. Und hier ist auch nichts. Und hier war nur der Händler. Und der hatte da oben eine Kiste, aber da war auch nicht irgendwas drin, was ich für irgendwas benutzen kann. Oder kann man hier einen Schlüssel kaufen? Das ist doch auch Quatsch. Nee, kann man auch nicht. Ja, ja, bla bla bla. Ich komme wohl nochmal wieder irgendwann mal. Okay, also wenn ich das richtig sehe, sind jetzt alle Optionen aufgebraucht. Außer ich leiste da hinten diesen Eid. Aber dann breche ich wahrscheinlich den Eid, den ich schon habe. Und das ist ja meistens nicht so eine gute Idee, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ich muss zurückgehen. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder ich habe da hinten noch was übersehen bei diesen komischen, Äumeln. Mit den Giftwaffen. Da würde ich jetzt auf jeden Fall erst nochmal eben gucken. Ach, hau ab, du alles Meerschwein. Oh Gott, der killt mich hier direkt. Ich find's irgendwie echt merkwürdig, dass das immer noch laggt. Aber das liegt daran, dass mein Notebook nicht das Beste ist. Das ist dann einfach so. Vielleicht muss ich wirklich die Aufnahmequalität wieder ein bisschen runterdrehen. Vielleicht kann ich's dann wieder auf 60 FPS stellen. Das wäre ja auch was wert. Dann ist es wenigstens flüssig. Oder war hier noch ein Gang mehr? Nee. Da ist ein Stein. Und hier war ich gerade drin. Ich gehe da jetzt trotzdem nochmal eben gucken. Hier ist ja auch sonst nichts. Steht hier noch was? Schwäche Dickwanst. Was? So, jetzt bin ich wieder bei dem Ritter. Gut hinhören. Vielleicht ist der Typ hier ein Feind und er sagt das in dem, was er sagt. Kann ich hier vielleicht einfach hoch? Nee, das wäre es jetzt auch gewesen. Achso, der labert auch immer noch den gleichen Scheiß. Gut. Da sind wieder die Fässer, das heißt... Wieso sind die wieder da? Ich hab doch gar nicht gerastet, oder doch? Ich will nicht nochmal gegen die kämpfen, das hat viel zu lange gedauert. Ja gut, dann ist es ja totaler Blödsinn. Aua. Schnell weg. Ja, dann ist im Grunde die einzige Option, die ich noch habe, wieder dahin zu gehen, wo ich herkomme.
Aber das kann doch irgendwie nicht, oder doch? Gab's da überhaupt noch einen Weg, wo ich hätte hingehen können? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich werde da gleich mal gucken. Ich mache jetzt hier aber erst einmal eben Pause. Oder hier. Hier ist es. Also echt, komm schon. Hier um die letzte Ecke ist der Weg, den ich gehen soll. Ja, okay. Keine Mimik, bitte. Rostige Münze. Okay. Geht es denn hier noch weiter? Ja, hier geht es noch weiter. Dann geht es hier beim nächsten Mal weiter und ich habe den Weg gefunden, ohne nachzugucken. Das ist klasse, das freut mich. Ich hoffe, es ist der Weg, ansonsten wäre das jetzt eine ziemlich blöde Aussage im Nachhinein. Ich stelle die Aufnahmequalität einen runter und die FPS wieder auf 60 und hoffe, dass es dann funktioniert. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.